Wow, nee, 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 nee. Meine Güte. Das Vieh macht aber ganz schön Schaden. Und jetzt regeneriere ich natürlich kein Leben mehr. Das ist jetzt ziemlich gemein. Ja, und die hat 300 noch was Leben und überlebt die ganze Scheiße noch. Okay. Also das ist ein gemeiner Gegner, echt. Aber jetzt habe ich diesen Skill nicht ready, ey. Okay, einer weniger. Oh! Oh Gott, nee. So, hier, ich bräuchte mal irgendwie Hilfe. Meine Güte. 2700. Okay, wie kriege ich das Vieh jetzt tot? Habe ich irgendeinen Gegenstand im Inventar? Nö. Was steht denn hier? Zwingt Vortrag den Albtraum aus der Tiefe. Okay, einer der entkommenen Seeleute hat ba 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 ba. Okay. Ja, und nu? Mein Leben regeneriert nicht mehr. Oh, jetzt verrecke ich schon wieder. Und wenn ich verrecke, dann ist die Sache wieder gelaufen. Das ist deswegen doch ziemlich scheiße. Okay. Nee, 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 nee. Ab und zu mal immer meine schönen, lustigen Fähigkeiten benutzen. Yeah, anständig. Deshalb hat die nie Aggro, weil die keinen Schaden macht. Ich gucke ja die ganze Zeit auf den drauf und was sehe ich hier? Keinen Schaden gemacht. So, also dann. Ist der schon wieder ausgewichen? So, ich benutze nur noch diese Fähigkeiten hier. Ich hätte den Trank nicht verkaufen dürfen. Meine Güte, ey. Echt. Wenn der jetzt nochmal hier Verstärkung holt, dann ist die Sache echt... Dann bin ich tot. Das ist nicht so schön. Immer mal ein bisschen warten. Ab und zu mal ein bisschen Schaden machen. So. Oh nein, nein, nein. Okay. Komm, 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 komm. Wer hier haut mich? Ja, natürlich hauen sie mich. Ich bin schon wieder ungetot. Ich lebe noch. 4 Leben. Cool. Okay, jetzt gehe ich einfach mal hier zu dem Typen hin. Ich hoffe, der hat irgendwelche Heiltränke oder so am Start. Was kann ich Ein Apfel. Wow. Okay, wir werden jetzt einfach mal... Stellen wir mal 305. Okay. Wir müssen beim Essen sitzen bleiben. Scheiße, wieso habe ich das hingenommen? Na gut, ist wurscht. Hoffentlich geht's. Ihr seid in einen Kampf verwickelt. Ehre dem König. Wie mir das sowas von auf den Sack geht. Das Licht. Kann mir denn niemand mal kurz helfen? Nee, es ist unmöglich, diese Quest alleine zu machen. Oh, Mann. Das ist zu weit entfernt. Nee, 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 nee. Wow. Aber schön, dass wenigstens auf dem Boden angezeigt wird, wo der denn hinschlägt. So, dann machen wir den mal noch richtig kaputt. Oh, bitte. Das letzte bisschen Leben muss doch eigentlich von dem ziemlich schnell runtergehen, eigentlich, hä? So, ja, sehr. Ja, you don't say. So, dann hier noch ein Tritt und dann hier noch ein Tritt und bitte. Oh, es ist so unmöglich, diese Quest. Ich habe echt keinen Bock, ein zweites Mal zu verrecken hier. Ich will bloß, dass das Ding jetzt tot geht. Okay. Na komm. Okay, jetzt machen wir hier mit normalen Attacken tot. Komm, geh doch down jetzt, du dämliches Ding. Du hast nichts gemacht. Ich reiß mir hier einen Arsch auf, hab dann auch noch mal Brot geholt. Aber nein, im Kampf kann man ja nicht essen. Ich wurde noch nicht mal angegriffen. Was sollte wenigstens während meinem Kampf ist essen können? Weil solange man angegriffen wird, ist das ja kein Problem. Alter Schwede. Ja, wo ist denn jetzt der Stachel? Hä? Was soll denn mit G sein? Ah. Wow, beinahe runtergefallen. Oh nein.
Kaiser. Das hier ist die einzige Lösung. Wir sprengen das Schiff frei und dann heilen wir die Wunde. Es gibt keinen Plan B. Falls ihr das hier stoppt, dann fällt uns vielleicht einer ein. Sollen wir einfach warten, bis uns einer einfällt? Ungünstig. Shenzhen Su stirbt. Nichts tun. Setzt alles aufs Spiel. Das hier setzt alles aufs Spiel. Ich sterbe lieber in dem Wissen, dass wir es versucht haben. Nicht so günstig. Na komm. Wenn ihr es tun müsst, werde ich euch nicht aufhalten. Aber wir könnten alles verlieren. Ich hoffe, dass ihr recht habt. Oh. Zwischensequenz. Das ist auch cool. Die wissen schon, dass eine Explosion nie so funktionieren kann. Aber eigentlich ist es nicht gut. Es hat das Ding rausgeholt und die Wunde ausgebrannt. In einem Abwasch. Eigentlich hätte das gar nicht schlimm ausgehen dürfen. Ich hätte vorher noch... Er wird sterben. Seine Wunden können geheilt werden. Ich hoffe, ihr könnt euch selbst vergeben. Für das, was ihr ihm angetan habt. Mann, ey. Immer mehr nur meckern. Also ich wäre eventuell dafür, das Ding mal abzudichten, bevor es ausläuft. Bevor Haie noch reinschwimmen. Sie sicher aus dem Kampfgebiet. Wir brauchen sie hier bei der Wunde. Okay. Willkommen. So, rettet und was? Ich kann das noch nicht tun. So. Ist doch alles okay hier. Oh, Heiler da. Super. Moment mal, wird hier was angegriffen? Nö. Oh, wie das saftet! Was haben wir hier? Na gut. Vor allen Dingen, das ist eigentlich haufenweise Erde, im Grunde genommen. Naja. Ich sag ja bloß. Das muss ein ganz schön tiefsitzender Stachel gewesen sein. Nie, wirklich nie im Leben ist das Boot so tief gegangen. Nie. Also dann, holen wir mal die ganzen Viecher kaputt. Zum Glück ist das kein großer Endgegner, der sich überhaupt nicht besiegen lässt. Oh Mann. Echt schlimm. Oh. Was sind das eigentlich? Lose Wrackteile. Oh, lose Wrackteile. Hallo? Oh Gott. Hier los, Aggro. Das war ein dummer Fehler. Oh, sehr schön, die werden gestunt. Durch was auch immer die gerade gestunt wurden. Es wäre cool, dass ein Passiv von dieser, naja, Trank. Werf-Sache wäre, dass es die kurzzeitig stunt, aber wird es wahrscheinlich doch nicht gewesen sein. Ich muss dieses Ding unbedingt mal irgendwo anders hinsetzen. Ey. Das gehört nicht auf meine S-Taste. Die hauptbenutzbaren Tasten sind schnell benutzbare Tasten. Nicht genug Energie. Okay. Ich habe zu wenig Energie. Ich kann diesen Zauber noch. Na egal, der schafft es schon. So, wo sind jetzt die Wrackteile? Muss doch irgendwo ein Wrackteil sein. Wieso sehe ich keine Wrackteile mehr? Na gut. Ah, hier ist was. Hm. Muss doch ein Wrackteil sein. Na gut, wahrscheinlich doch nicht. Kämpft ihr nicht allein. So. Wir übernehmen hier. Beschützt die Priester. Yay, Priester werden beschützt. Und die Zeit scheint irgendwie schneller zu vergehen als ganz am Anfang. Na komm. Ja, yeah, neuen Kupfer. Ey, Mann, das sind Meerwesen. Wozu brauchen die bitte Geld? Beziehungsweise Menschengeld. Das ist doch... Naja. Vor allem Kupfer ist doch, dachte ich, hier eine Legierung. Das ist ja im Grunde genommen gar nicht wirklich so wertvoll. Gold manchmal auch heutzutage, aber... Es liegt nur daran, dass Gold an sich ein sehr weiches Metall ist. Deshalb haben nämlich immer die Piraten oder allgemein... Jeder, der irgendwie mit Gold hantiert hat und irgendeine Münze im Maul hatte, haben da jetzt immer so draufgebissen und versucht, das Gold zu verbiegen. Weil Gold früher wirklich als Währung benutzt wurde, im puren Zustand.
Und deshalb hat sich das Gold nämlich immer verbogen. Und das war nämlich ein Beweis dafür, dass es echtes Gold war. Und wenn sich das nämlich nicht verbogen hatte, dann wurde man angearscht. Dann hat irgendjemand hier, Gold getuckt. So, was ist das jetzt? Sprecht mit G, Feuerpfote. Wo ist er denn? Da. Mein Gutster, es geht los. Ich rede mit dir. Ja, aber schön, dich zu sehen. Es funktioniert. Die Wunde schließt sich. Wir haben alles riskiert, aber wir haben es geschafft. Shenzhen Zhu wird wieder gesund. Wow. Oh, viel zu viele Bäume in meinem Weg, ey. Wo ist dieses Lachen? Ach, nee. Na, hat ja alles wunderbar funktioniert. Hab ja gesagt. Raussprengen und abbrennen. Kehrt zum Tempel der 5 Sonnenaufgänge zurück. Jo, werden wir machen. Ich dulde eure Anwesenheit nur um unserer neuen Verbündeten willen. Übertreibt es nicht, Mensch. Haltet euch zurück, Tauren, bevor ich euch wieder in Ketten lege. Kann ich hier irgendwo mal wieder was hier verkaufen? Nee. Die Händlerin ist jetzt weg. Klasse. Nichts. Gut. Das heißt, gehen wir mal zu dem Aufgangs-Dingeling. Ding. Ach man. Eigentlich müssten hier tausende von diesen Tigern sein, oder? Ach nee, die waren ja auf der östlichen Seite dieses Tals. Kann das noch nicht tun. Ja, jetzt wäre ich angegriffen von so einem was auch immer du gerade bist. Lustig wäre, wenn man die Braufähigkeit benutzen könnte. Oh, das ist ein besserer Umhang. Wenn man die auch benutzen könnte. Wenn man gerade diesen Tiger gestellt hat, da hat man dann 3 von diesen G-Punkten auf einmal geholt. Schon cool. Wo geht's denn hier lang? Geradeaus und durch. Na, ich werde einfach mal querfeld einlaufen. Ne? Ich weiß jetzt mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, das geht. Ich werde dann nebenbei einfach alles umnieten an Getier, was hier rumläuft. Oh, mit dem Jungen. Cool. Mach mal hier noch einen kleinen kaputt. Ja, na komm. Ja, und ich kann sie kirschnern. Nee, doch. Oder doch. Ja, ich kann sie kirschnern. Ich hab's nicht gemacht, ey. So ein Keim. Wirklich. So ein Keim. Na komm, mach doch Schaden. So. Das Kleine gekirschnert. Mutter gekirschnert. Und den wahrscheinlich angeheirateten Vater gekirschnert. So, machen wir jetzt noch den anderen Peitiger kaputt. Können die eventuell noch mal einen Tick weiter nach hinten ziehen, damit ich hier ein bisschen näher ans Ziel komme und gleichzeitig kämpfen kann. Das ist nämlich schon der Sinn bei einer ganzen Aktion hier gewesen. Okay, gut. Katzenhaar. Meine Güte. Okay, das kommt hier runter. Das könnte man ja nicht gebrauchen. Ob man so ein Schuppentier auch kirschnern könnte? Gleich mal ausprobieren. Okay, also Gegner, die nicht im Kampf sind und man benutzt die Fähigkeit, werden automatisch angegriffen. Beziehungsweise mögliche Gegner. Weil das ist ja mit gelbem Namen. Also muss man aufpassen, wenn man in der Nähe eines PvP-Spielers ist. Damit die ganze Sache nicht... Oh, auch haltbar. Cool. Also dann machen wir nochmal das Schuppentier kaputt, bevor wir hier ganz hoch gehen. Weil es scheint mir schneller kaputt zu gehen als diese Tiger. So. Man kann es schön häuten. Ich habe zumindest nicht auf die Erfahrung geguckt, die das Ding kriegt. Also nach oben. Moment mal, so. Das Teil kommt mal dahin jetzt. Was war denn das beim Paladin? Der Paladin hatte allgemein keinen großen Flächenschaden, es sei denn Weihe, aber die hätte ich ja jetzt allgemein nicht wirklich zur Auswahl. Also ein Tempel der Sonnenaufgänge. Wie viele Sonnenaufgänge? 5. Warum ausgerechnet 5? Warum nicht, keine Ahnung. Mehr oder weniger? Ich habe nur die erlesensten. Das ist gut für dich. Nehmen wir das weg.
So, jetzt können wir nämlich hier leichtes Leder herstellen. So, und weil das nicht mehr so richtig cool funktioniert. Moment. 2. Die beste Art und Weise, hier Sachen zu verbessern. Ihr seid herzlich willkommen. Und Lederverarbeitung. Ach, 15 kann ich erst was machen. Schon lustig. Indeed, indeed, indeed. Okay, see. Rechtsklick und dann nehmen wir es auf die Schuhe. So, und von den Schuhen auf die Hose. Hätte ich vorher schon machen sollen. Nach jedem Tiger. Ich kann das nicht. Okay, benutzen. Gürtel funktioniert nicht. Hände funktioniert, genau. Und Brust hatte auch noch funktioniert. Das waren die 4, die man verbessern konnte. Jetzt habe ich richtig krass viel. Plus 5 Ausdauer, aber von was? Ach ja, hier, von Ochsen-Dingens. Okay. Jetzt werden wir aber nochmal fix das Quest abgeben und dann... Anständig, anständig. Ich glaube, dann haben wir hier die Gegend sogar beendet. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Ah, ja, genau. Sprecht mit dem Geist des Meister Shang-Chi und entscheidet euch. Ihr alle habt mit der Rettung von Shenzhen zu etwas Großes. Ja. Ihr macht uns alle stolz. Aha. Es scheint, als wären eure Reisen noch nicht vorüber. Diese neuen Verbündeten stammen aus einer zerrissenen Welt. Ja. Indie. Okay. Also, wie gesagt, wir nehmen Allianz. Werdet ihr die Horde auf ihrer Rückreise begleiten? Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Mir gefällt, was ich von ihnen sehe. Und es klingt, als ob ihre Welt meine Hilfe gebrauchen könnte. Oh. Und ihr? Wohin werdet ihr gehen? Bitches. So, wir gehen nach links. Ich bin bereit, mich zu entscheiden. Wählt euer Schicksal. Der Allianz beitreten. Die edlen Völker der Allianz verbinden ein Band stolzer Tradition von Großmut, Ehre, Treue, Gerechtigkeit und Hingabe. Ob durch technische Arkane oder spirituelle, okay? Die zielorientierte und ungestüme Horde schätzt Stärke und Ehre, hat aber bisweilen mit ihrer eigenen Aggression zu kämpfen, okay? Die stolzen Völker der Horde stellen einen losen Zweckbund. Ja, Zweckbund ist eigentlich mein immer, so richtig lustig. Technische Arkane, bla, dritte Arkane. Das ist das Saubere und das ist mehr das Russische. So, wir haben unsere Fraktion gewählt. Mal gucken, was jetzt passiert. Mit dem Heißluftballon geht's ans Ziel. Oh, ist das cool. Hammer geil. Das war so genial. Die Frage ist bloß, wo kommen wir jetzt raus? Ja, natürlich. Also, wir kommen jetzt nicht in Kalimdor raus, sondern in den östlichen Königreichen. Klingt irgendwie, man denkt immer, theoretisch müsste das Azeroth-Zeit, aber Azeroth ist theoretisch das im Gesamten. Na gut. Und bevor wir hier irgendwas weitermachen, werden wir eine kleine Pause einlegen. Ja, ne? Also dann, bis dann. Ich hoffe, es hat gefallen und ciao.